österreichischen Parlaments ist ein Debakel für die Politik von Frau Merkel. Ihre Politik der Angst ist gescheitert. Das Zypern-Paket trug wie alle übrigen Pakete in Europa die Handschrift von Frau Merkel und ihrer Regierung. Sie hat hier maßgeblichen Einfluss. Die Linke wird eine Politik in Europa, die die Bankenkrise von den Arbeitnehmern, Erwerbslosen und Rentnerinnen bezahlen lässt, niemals akzeptieren, genauso wenig wie eine Politik, die die Kleinsparer bezahlen lässt. Es war eines der größten Fehler, in Zypern ein Paket zu verabschieden, das keine Trennung zwischen Millionären und Kleinsparern vornimmt. Es ist im Übrigen bisher ein einmaliger europäischer Akt, dass ohne ein Gesetz Kleinsparer enteignet werden durch Zwangsabgaben und sie für die Krise bezahlen müssen. Zypern hat das nicht mitgemacht und tatsächlich besteht jetzt die Gefahr, dass eine größere europäische Krise ausgelöst wird. Die Situation ist offen, es besteht offene Ansteckungsgefahr. Was müssen sich die Sparer in den Krisenländern denken, wenn mit der Troika über Krisenlösungen verhandelt wird? Sie müssen sofort denken, meine Sparguthaben sind Gefahr und ich muss sie aufkündigen. Es besteht hier tatsächlich die Gefahr eines Schneeballsystems. Was sich jetzt abzeichnet, ist eher eine russische Lösung als eine europäische. Merkel und die Troika haben mit ihrer Politik Zypern offen in die Hände von Putin getrieben, die auf diesem Wege unter Umständen ganz günstig zu Gasvorkommen gelangen können. Die wichtigste Frage, die heute zu entscheiden ist, wird in Frankfurt beantwortet. Die EZB muss entscheiden, ob sie weiterhin ihre Liquiditätszufuhr gibt oder ob sie die begrenzt mit unübersehbaren Folgen für Zypern und für die gesamte Eurozone. In diesem Zusammenhang dürfen wir auch nicht vergessen, dass das deutsche EZB-Direktoriumsmitglied Asmussen die Krise maßgeblich mit verursacht hat durch seine unbegründete Drohgebärdenpolitik. Nach unserer Auffassung muss Herr Asmussen aus dieser Situation die Konsequenzen ziehen und seinen Hut nehmen. Was ist jetzt zu tun, damit diese Krise entschärft wird? Die Linke unterstützt eine eigenständige zypriotische Lösung der Krise ohne Troika und ohne die Kleinsparer fluten zu lassen. Es muss endlich Schluss sein mit dem Diktat von Lohn-, Renten- und Sozialkürzungen sowie mit der Verramschung öffentlichen Eigentums. Wir müssen hier noch dazu sagen, dass in Zypern öffentliches Eigentum verramscht werden soll, das profitabel für Einnahmen des zypriotischen Staates sorgt. Die Linke fordert von der Bundesregierung, sich dafür einzusetzen, dass eine eigenständige zypriotische Lösung gefunden wird. Insbesondere ist es vollkommen unakzeptabel, dass die Europäische Zentralbank damit droht, die Notfallkreditrichtlinien für zypriotische Banken einzustellen. Das treibt die Banken direkt in die Insolvenz mit unübersehbaren Folgen für den Euro. Wir fordern eine Heranziehung der Eigentümer und der Anleiheninhaber der Banken zur Bezahlung der Krise. Wir wissen aber auch, dass dies nicht ausreicht. Deswegen müssen durchaus Einlagen ausländischer Anleger über 100.000 Euro herangezogen werden. Wir sind auch der Meinung, dass eine 20-prozentige Einlage zypriotischer Anleger über 500.000 Euro oder eine 100-prozentige Einsammlung bei über 1 Million Euro durchaus angemessen wäre. Es ist durchaus so, dass sich Anleger in dieser Größenordnung bewusst sein müssen über die Risiken ihrer Spekulationsgelder. Insgesamt wäre eine Lösung nach dem isländischen Modell deutlich besser gewesen. Also man hätte praktisch eine geordnete Insolvenz herbeigeführt beim gleichzeitigen Schutz
durch Gründung einer Good Bank der Kleinsparer und Kleinanleger und hätte somit eine geordnete Abwicklung bei gleichzeitigem Zusammenschmelzen des viel zu großen Bankensektors erreichen können. Diese Lösung wurde leider Gottes nicht gesucht und auch nicht angestrebt, weil Millionäre und Milliardäre und Reiche und Spekulanten geschützt werden sollten. Dies ist unseres Erachtens unangemessen. Die Linke hat wieder einmal mit ihrer Einschätzung der desaströsen Politik von Frau Merkel und der Troika recht behalten. Bezahlen müssen leider die Kleinsparer, die Arbeitnehmer, die Rentnerinnen, die Erwerbslosen in ganz Europa. Dankeschön. Ja, zuerst mal muss man verstehen, dass die Auflagen, Löhne zu kürzen, Renten zu senken und das öffentliche Eigentum zu verramschen, nicht mehr angemessen sind. Wir erleben gerade, dass Europa nicht mehr getragen wird, wenn die Mehrheit der Bevölkerung mit einer ständigen Verschlechterung seiner Lebenslage rechnen muss. Ich glaube, dieses Modell ist nicht länger tragfähig. Wir können nicht zur Rettung einer Währung verlangen, dass die Menschen arm werden, dass die Löhne sinken und dass inzwischen sogar rentabel arbeitende Staatsbetriebe an ausländische oder andere Investoren verramscht werden. Und natürlich, wenn es um die Rettung des Euro geht, muss natürlich die Geldzufuhr gesichert werden. Wenn man die Banken in Insolvenz gehen lassen will, muss man das geordnet machen zum Schutz der Kleinsparer. Insofern sind natürlich Hilfen notwendig, aber die eigentliche Lösung, die wir ja schon die ganze Zeit vorgeschlagen haben, dass über eine europäische Vermögensabgabe Millionäre und Milliardäre und reiche Kapitalbesitzer bezahlen sollen, kann man natürlich nur erreichen, wenn Einlagen über 1 Million eingefroren werden und über ein geordnetes gesetzliches Verfahren eine Vermögensabgabe erhoben wird. Diesen Vorschlag haben wir schon lange gemacht, aber Frau Merkel und die Troika belasten ja lieber die Arbeitnehmer, die Rentner und die Erwerbslosen und jetzt auch noch die Kleinsparer. Also Sie müssen sich mal vorstellen, wenn das in Europa Schule macht, was das für Folgen haben wird. Und im Übrigen, ohne dass es dafür ein Gesetz gibt, werden hier Kleinsparer enteignet. So etwas hat es noch niemals gegeben. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ausgerechnet die Linke vor so einem Schritt warnt. Ja, die Linke ist da dafür, die Abstimmung freizugeben und hier über einen Gruppenantrag zu verfahren. Wir bleiben weiterhin dabei, dass es vollkommen richtig ist, einen Verbotsantrag zu stellen. Auch wenn natürlich bei uns es eine Debatte über die Risiken gibt, aber die NPD ist eine verfassungsfeindliche Partei und muss verboten werden. Und dafür muss auch ein breiter gesellschaftlicher Konsens im Parlament hergestellt werden.